Willkommen zurück zu Clash of Clans. Wir haben die Kanonenkarre jetzt auf Level 9. Und es kostet gerade mal 1,2, um die auf Level 10 zu kriegen. Ja, nice. Wunderschön. Ja, klingt doch nach einer machbaren Aufgabe. Klingt, als würden wir es heute erreichen, denn dank unserer Taktik der Barbaren und der Bombenwerfer kommen wir auf jeden Fall auf einen ganz guten Stand. Und wir wurden nicht mal angegriffen, beziehungsweise wir wurden angegriffen, aber der Gegner konnte nicht so viel ausrichten. Ja, schön. Ist doch schön für dich. So, wir sind viele Leute online, es sind zwei online. Vielleicht kann ich da noch was aushandeln in Sachen Truppen, denn der Clankrieg läuft und da will ich natürlich mich nicht lumpen lassen und daran teilnehmen. Ja. Wobei der jetzt nicht so geil aussieht, also das werden wir verlieren, weil ganz ehrlich, die haben 9 Angriffe und 23 Sterne, wir haben 17 Angriffe und 21 Sterne. So, schon statistisch gesehen haben wir halt übertrieben verloren. Aber ja, der Barbarenkönig ist übrigens ready und fertig und geil. Freut mich, dass du wieder hier sein tust, Boots. Wobei ich jetzt dann eigentlich gucken müsste, dass ich mir Packers produziere und so, weil ich will nicht mit Riesen in den Clankrieg gehen, ne? Das ist klar. Gut, werden wir das tun? Jawohl. Boots. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt rein, ne? Zum X-Bogen. Let's go. Ja. Okay, heilen. Wu-Tang. Wie sieht's aus? Sieht das gut aus? Na? Barbarenkönig sieht jedenfalls noch relativ frisch aus. Auf der Brust. Sehr schön. Sterne haben wir. 2 Sterne sind auch auf jeden Fall machbar. Und ja, der Loot ist geholt, Bingos. Der Loot ist geholt. So muss das sein. Komm, jetzt box den weg. Box das Gesindel da weg. Ja, los. Okay, tschüss. Arme Riesen. Arme Riesen. Aber das sieht okay aus. Ja, moin. Gut. Kai Brutz. Vielen Dank für den Golem. Wir machen noch einen Angriff. Dann produzieren wir die Packers und dann geht's in den CK. Ich darf aber nicht vergessen. Ich darf nicht vergessen, die Helden wieder zu beleben. Oder zu heilen. Tot sind die ja nicht. Ja, sie wollen nur schlafen. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir sie zwanghaft aufwecken, indem wir denen ja, so ein paar Gems zustecken. Gern geschehen. Ihr Schweine. Ich denke, ich gehe hier rein, weil da ist gerade sehr viel los. Das sind sehr viele gegnerische Gebäude. So, direkt nochmal booten. Oh, was ist da? Was ist da? Was ist nicht gut? Was ist nichts gut? Na, ich habe ein paar Bedenken, dass wir überhaupt einen Stern kriegen, lol. Und hier ist ja nichts mehr von unseren Truppen übrig. Na, einen Stern gibt das nicht, schade. War ja ein Versuch wert.
Naja, ne? Naja. Naja. Wenn der CK jedenfalls nicht so aussieht, wäre ich da sehr froh drüber. Okay, gehen wir rein. Wir haben die drei, ne? Ja, schön. Schön, schön, schön. Sieht doch gut aus. Lol. Wir gehen hier von oben rechts rein, weil da ist ja direkt das Rathaus. Was sagt die Klamburg? Ja, voll natürlich, klar. Warum auch nicht, ne? Kann man sich ja mal gönnen. Sollt schon in die Mitte gehen, das ist euch klar, oder? Jetzt habe ich nur die Angst, ja, jetzt habe ich nur die Angst, dass wir die Truppen nicht kaputt machen können. Wobei, das sieht gut aus, komm, man gerade auch noch Schrott. Mal kaputt, Junge. Mach ihn kaputt, Junge. Gut. Skelette, weil die... Ja gut, Barbarenkönig ist jetzt nicht abgelenkt, aber die anderen... Na... Verteidigungsgebäude sehen abgelenkt aus, ja. Es sind noch sehr viele Packers übrig, ne? Wobei die meisten jetzt sowieso wegsterben, aber... 100%? Darf man da reinlunzen? Los, mal den X-Bogen-Schrott. Wenigstens den. Ah... Schade. Aber, wie gesagt, 100% sieht nicht unmöglich aus. Ist drin, würde ich sagen. Meine lieben Fräuleins, und damit gehen wir im CK-Stand jetzt wieder in Führung. Ding, 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 ding. Nice HD. Dank für den Golem. Ich denke, der hat viel gebracht. Der war ja wirklich steinhart drauf. Die geile Sau. Gut. Jetzt bin ich wieder einigermaßen zufrieden. Wir haben ja gar keine Zauber mehr hier. Was ist denn da los? Da müsste ich aber schnellstmöglich ändern hier. Auf geht das. Okay, dann auf ins Nachtdorf. Auf. Oder wollen wir hier noch ein bisschen Mauerverbesserung vollführen? Ja. Oh, Riese, ey, werd schnell fertig. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte eine falsche Nummer angegriffen, weil es im Chat hieß, meine Nummer wurde schon agiert. Okay, Road to 1,2 Millionen Elixier. Werden wir es schaffen? Hoffentlich. Ja. Los, Habubs. Machen Sie schon. Gehen Sie rein, können Sie rausgucken, Mann. Okay, ein Stern. Nein. Ja, ein Stern schon, aber nicht den zweiten Stern, leider.
dann ist der Angriff wohl verloren, weil die Sechser meistens halt immer zwei Sterne holen, ne? Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. Da waren beschränkte Sechser dabei. Er hatte schon zwei Verwendungen. Ja. Ohne Witz. Die hatte er. Hm. Adam passt echt gut auf den Clan auf. Ja, Zwinkersmiley. Umbringen. So, was ist jetzt? So, auf geht's. Nein, scheiße, ich wollte Baba anlegen und nicht den Bomber. Scheiße. Ja, jetzt ist der Angriff verkackt. Der Angriff ist verkackt. Da ist Feierabend. Nein, wir haben jetzt nicht mal die Bomber übrig. Also wir haben jetzt keine mehr, kann das sein? Ich sehe nämlich keine mehr. Ja, geil. Schade, ey. Oh Mann, ey. Heute ist es irgendwie verkorkst. Beschreib mal die Prozent, wie viel ich gespendet habe. Da muss ich erstmal vor ins normale Dorf gehen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Adam, wo ist er denn hier? Puh. Hm. So, ist zwar keine Prozentzahl, aber das kannst du umsetzen. Ne? Das kannst du dir umrechnen. Das ist klar. Fünf von fünf. Too much. Water. Mein Glück wurden die Bomber nicht getroffen. Geil. Also in manchen Dörfern macht es halt wirklich gar keinen Sinn, Bomber zu benutzen. Beispielsweise hier. Da hätte ich lieber 15 Barbaren mehr gehabt. Aber hey. Ja. %49, vielleicht reicht das aus. So lasst es uns hoffen. Oh, es hat gereicht. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe Adam verwirrt. Sorry, HD. Los, Bomber. Haut alles kaputt. Nicht nur die Mauern, Brudingos. Ja gut, gegen den Zerschmetterer hat der halt keine Chance. Da müssen wir halt erstmal ein paar Level höher kommen. Ja, war klar. War aber auch ein Siebener, ne? Muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Reiß die Mauer ein, Brudingos. Dankeschön. Sehr gut. Jetzt auf zum Rathaus, Brudingos. Ja. Nice. Gut, das hat mal funktioniert.
und wieder auch noch zwei Bomber sind. Und die werden nicht angegriffen. Also noch nicht. Ich denke gleich, ja, jetzt. So langsam. Sollte der Bogiturm die eigentlich ins Visier nehmen. Lol. Ach, Bomberbrüders, was ist passiert? Was ist passiert? Scheiße, was ist passiert? 2 Sekunden nicht geschaut und 1 Schritt nach vorne gegangen. Schon Notfall. Scheiße. Nun gut. Also eine Mauer kriegen wir heute auf jeden Fall nicht. Aber die Kanonenkarre wird gemaxt. Dauert jetzt 3 Tage. Hat das nicht letztens 4 Tage gedauert für den Neuner? Oder war das auch, war das 2 Tage? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Die letzte Truppe, die wir hier verbessern können. Und boah, hat das gedauert. Wie lange hingen wir jetzt hier rum in Meisterhütte Level 5? Wie lang? Geil! Ich glaube, da ist schon ordentlich Zeit verstrichen, ne? Von hier aus. Ich hoffe, ihr hört im Hintergrund nicht diese krassen Windgeräusche, denn momentan ist ein Sturmtief unterwegs, und zwar Sturmtief Larry. Nein, eigentlich heißt es Sturmtief Frederike. Aber ich hätte Larry viel besser gefunden, oder Jacqueline wäre auch eigentlich ziemlich nice gewesen, so als Name für ein Sturmtief. Da gibt es nichts zu rütteln, das ist halt wirklich geil. Wäre geil gewesen, aber hey. Da ist halt nothing to maken. Scheiße, los, nein, ja, los, Bruts. Ja, ja, und bye. Lol. Ha. Ja, momentan ist halt ein richtig krasses Sturmtief unterwegs. Ich bin gerade auch draußen gewesen und boah, war das windig. Es war halt, es war stark windig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es stürmt. Ja, kannst nichts machen, Hurensohn. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es richtig krass stürmisch war. Wobei, also als ich rausging, war es halt sehr stark windig. Aber als ich hier noch die Videos fertig gemacht habe für den Tag, da war es richtig stürmisch. Da hat der Wind so gepfiffen, dass irgendwas in diesem Dachgeschoss umgefallen ist. Ich glaube, das waren irgendwelche Holzlatten oder Holzbalken oder so. Ich hoffe, dass das Haus davon jetzt nicht irgendwie Schaden trägt oder einreißt. Das wäre richtig kacke. Naja, gut. Wenn ich keine Clash of Clans Parts mehr bringe, dann wisst ihr, ich bin es im Krankenhaus und bin Bims tot. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Also dann, macht's gut, haut rein und ciao.